Christian Fuchs über links mit viel Druck. Dann Harnik zieht in den Strafraum hinein, immer noch Harnik. Die Russen bekommen den Ball nicht weg und Janko, ein Traumtor, das 1:0. Martin Harnik, sein Superantritt reißt die russische Abwehr auf. Er ist ein Ösi und der macht gerne Schmied. Das Talent war offensichtlich. Er hat quasi mit dem Ball gelebt, ist mit dem Ball aufgewachsen und mit dem Ball ins Bett gegangen. Er war Wortführer und er hat ein gutes Standing gehabt. Hamburg. Vor über 40 Jahren hat es Martins Vater Erich aus dem steirischen Dorf Allerheiligen hierher gezogen. Wir waren damals ja jung, also ich bin mit dem Kumpel hergekommen. Der war vom Nachbarort. Das war eine spontane Entscheidung. Wir sind in Zug gestiegen und sind nach Hamburg gefahren, sind ausgestiegen, haben geschaut, oh, ja, und sind quasi hängen geblieben. In Kirchwerder, dem südlichsten Stadtteil Hamburgs, lässt sich Erich nieder und gründet mit seiner Frau Susanne eine Familie. Sein jüngster Sohn Martin verbringt dank seiner beiden älteren Brüder jede freie Minute auf dem Fußballplatz. Ich bin eigentlich von Anfang an auf dem Fußballplatz groß geworden. Also meine Brüder haben natürlich in ihrem jungen Alter Fußball gespielt. Er hat, um es mal salopp auszudrücken, immer auf den Kopf gekriegt von den Größeren. Und Martin musste sich halt immer etwas mehr durchsetzen als andere. Und ich glaube, das hat ihm jetzt so ein bisschen gut getan. Also er war schon richtig so Goschert. Und er hat schon ein bisschen angeeckt auch und so. Da kann man schon mal die Pappen aufreißen. Wie seine großen Brüder beginnt auch Martin sein Training beim lokalen Verein FC 4 und Marschlande, bei dem sein Vater im Management mitarbeitet. Das war schon so eine Nestwärme, die vielleicht auch noch so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass er so geworden ist, wie er jetzt ist, nämlich erfolgreich. Wenn ich ans erste Training denke, der hat Einwurf gemacht, der ist hinter dem Einwurf hinterhergelaufen, hat alles gemacht und man hat das dort schon ein bisschen gesehen, dass der Ball nicht sein Feind ist. Definitiv war es eine besondere Konstellation. Also ich glaube, wir hatten zu der Zeit einer der besten Trainer im Hamburger Jugendbereich. Dann hatten wir mehr oder weniger einen goldenen Jahrgang, der sich über Jahre entwickelt hat. Und wir waren dann einfach auf Augenhöhe mit dem Profiverein. Die meisten, wie gesagt, wechseln dann doch irgendwann zur A-Jugend, doch zum HSV, St. Pauli, wo auch immer hin. Und er hat es wirklich durchgezogen bis zum Ende. Und ich glaube, es hat ihm nicht geschadet. Ich glaube, es war ein wichtiger Aspekt für seine Karriere. Neben dem Fußball macht Martin eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann. Doch dann passiert etwas Außergewöhnliches. Etwas, das seine berufliche Zukunft grundlegend verändern sollte. Dazu gekommen ist es eigentlich, dass wir alljährlich immer ein Heimturnier organisiert haben, was von Jahr zu Jahr irgendwie besser besetzt war. Mein Vater, der das alles mitorganisiert hat, hat sich den Wunsch selbst erfüllt, das nochmal international zu machen, indem er Austria Wien eingeladen hat. Da fahren wir auf jeden Fall hin mit unserer U19 damals. Und dort in Hamburg war der erste Weg zum Mittagessen für unser Team in einer Versicherung. Und auch im Anzug und mit Krawatten erschienen ist damals der Martin. In seinen jungen Jahren, wie er dort eine Lehre begonnen hat, scheint mir. Und der Vater dann so nebenbei gesagt hat, übrigens, das ist mein Sohn und der wird auch beim Turnier dann spielen. Und dieser junge Mann, der im Anzug nur am Vortag mit uns Mittagessen hat bei der Versicherung, war dann ein sehr auffälliger Spieler in dieser Halle. Dann von dort den damaligen Teamchef, den Pauli Kludowatz, angerufen, der gesagt hat, wenn er das nächste Mal in Österreich ist, schaue ich mir ihn auch beim Training. Und das ist auch dann passiert. Das war wirklich in dem Sinne ein Schlüsselerlebnis, weil wenn der Vater Österreicher ist und der Sohn so ein guter Fußballer ist, dann kann der ÖFB sich doch mal um den bemühen. Ich habe mich so geehrt gefühlt und habe gedacht, boah, das wär so sensationell. Und die Bindung zu Österreich hatte ich ja immer. So wollte ich Nationalspieler.
Im österreichischen Juniorennationalteam ist der halbe Österreicher mit deutschem Akzent zunächst ein Außenseiter. Dank seines losen Mundwerks findet er aber auch dort schnell seinen Platz. Am Anfang war es schon ein bisschen schwierig, weil da kämpft natürlich auch jeder um seine eigene Karriere. Und da wird man dann nicht so nett aufgenommen von ein paar Jungs. Also da hatte ich schon einen schwierigen Stand. War halt der Piefke, ich habe kein Wort Dialekt gesprochen oder sonstiges. Ich war halt wirklich ein Fremdkörper in dem Sinne. Er ist zwar Doppelstaatsbürger gewesen oder ist es noch, ich weiß es nicht genau. Aber sie haben einmal die Piefke gesagt, da wird es als großes Dankeschön noch und nicht als ein Schimpfwort angenommen und war sofort integriert. Wenn ich auf den Mund gefallen wäre, dann hätte ich, glaube ich, einen sehr schweren Stand gehabt. Aber so konnte ich halt wirklich um mich werfen. Wenn mir jemand blöd kommt mit meinem fehlenden Dialekt, dann schmetter ich ihn kurz rhetorisch an die Wand und dann ist Ruhe. Embrace, embrace. You see it on my face. I know that when our heartbeats run, troubles will be overcome. Seinen vorläufigen Karrierehöhepunkt erlebt Martin 2007 bei der U20 WM in Kanada. Österreich erreicht den ausgezeichneten vierten Platz. Wenn man heute sieht, wer alles in der Nationalmannschaft ist und damals auch bei dieser U20 WM dabei war, dann kann man schon sagen, dass das auch mit einem goldenen Jahrgang war. Also da hatte ich sicherlich Glück, auch bei so einer starken Jugendmannschaft schon dabei zu sein. Noch im selben Jahr feiert er im Spiel gegen Tschechien sein Debüt in der Nationalmannschaft. Nur 6 Minuten nach seiner Einwechslung ist es soweit. Mit seiner zweiten Ballberührung schießt Martin sein erstes Teamtor. Das war dann schon ein sehr wichtiges Tor in meiner Karriere, gerade für das Nationalteam. Es ist also so eine Geschichte, dass Martin irgendwie so ein Premierentyp ist. Das heißt, wenn er irgendwo anfängt, ob es bei der U-Mannschaft war vom ÖFB oder bei der A-Mannschaft oder ob er Werder Bremen war, es war eigentlich immer so, das erste Spiel, was er gemacht hat, da hat er auch ein Tor geschossen. Auf Vereinsebene sammelt Martin nach dem Wechsel von seinem Heimatverein zu Werder Bremen Erfahrungen in der Champions League, im UEFA Cup und in der Bundesliga. 2009 wird er an den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf verliehen, wo er 13 Tore in einer Saison schießt. Im Jahr darauf landet der 23-Jährige beim VfB Stuttgart. Zumindest bis zum Auslaufen seines Vertrages Ende Juni 2016 ist Stuttgart seine Heimat. Wenn man 6 Jahre hier wohnt, dann baut man sich natürlich einen Freundeskreis auch außerhalb des Fußballs auf und man lernt die Stadt, die Umgebung kennen. Also ich kenne Stuttgart sicherlich besser als Hamburg. Ich bin zu 100% ein Dorfjunge. Stadt gibt mir nicht viel und ist mir auch alles zu unruhig und zu hektisch. Mit seiner Frau Sharon und seiner knapp 3 Monate alten Tochter genießt er 20 Kilometer östlich von Stuttgart die ländliche Ruhe. Ich glaube, das ist für einen Fußballprofi oder auch für jeden anderen, der irgendwie in der Öffentlichkeit steht, sehr schwierig ist, jemanden zu finden, der den Menschen an sich gern hat. Deswegen ist es aber trotzdem für mich umso schöner zu wissen, dass meine Frau mich schon mochte, bevor ich irgendwie ein erfolgreicher Fußballer war. Fußball war mir immer am wichtigsten. Auch wenn das meine Frau nicht gerne hört.